Am besten fickt man erst und badet dann. Bertolt Brecht, Sauna und Beischlaf. Bisschen merkwürdig, woran Brecht denkt, wenn es so um Sauna und Schwitzen geht, oder? Ich denke, es hat was mit der Zeit zu tun, in der das geschrieben worden ist. Da gab es nämlich eine Pornografie-Debatte und er wollte provozieren. Ich schwitze auch aus Scham. Das kann man sehr, sehr stark schwitzen. Wobei schämt man sich? Oft. Wenn etwas misslingt oder aus dem Stück selbst heraus? Es ist ja auch ein Beruf, der hat viel damit zu tun, dass man Dinge zeigt. Und manchmal will man das nicht. Das ist Schweiß. Schwitzen Männer anders oder mehr als Frauen? Anders. Die Bakterienbesiedlung ist ein bisschen anders. Es gibt ja so ganz eklige Krankheiten, die man auch sofort als Hautarzt jetzt in der U-Bahn erriechen kann, wenn sich... Fahren Sie U-Bahn? Ich fahre auch U-Bahn, wenn ich nicht Fahrrad fahren kann, aber ich bevorzuge deshalb das Fahrrad. Was sind denn das für Krankheiten? Also kann man die Namen? Das nennt sich ganz kompliziert Trichomycosis palmelina. Das ist, wenn sich die Achselhaare, so wir sagen, stromkabelartig ummanteln mit Stoffwechselprodukten bestimmter Bakterien. Und das hat einen stechenden Geruch. Wie sind Sie auf Ihr Fach gekommen, unter all den Möglichkeiten, die Medizin bietet? Das Tolle an der Sexualmedizin und an der Sexualwissenschaft ist, dass sie eben unheimlich breit ist, dass sie ganz viele verschiedene Fächer, nicht nur medizinische, versucht, miteinander in Beziehung zu bringen, kulturwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche, aber eben auch neurowissenschaftliche und medizinische Aspekte. Sie wollen es mit Herrn Drieken machen? Er hat mich gerade herausgefordert. Ja gut, dann los. Hab ich? Hab ich nicht gemerkt. Und wo geht das jetzt los? Eins, zwei, das sind die geraden Schläge. Dann geht es natürlich auch von außen, mit beiden Händen. So. Liebe Frau, wo ist Ihre Frau? Sie kann sich vielleicht ein paar Tipps abschauen. Ich sage es Ihnen, zu Hause kann man das sehr gut anwenden. Wozu brauchen Sie das? Was ist das? Vaseline. Das tut man sich immer beim Sparring bzw. beim Kampf auf das Gesicht, auf die Haut, damit die Schläge schön abrutschen. Und das tun Sie auch tatsächlich? Aber über oder unter den Schweiß? Unter den Schweiß. Erstmal mit Vaseline einspielen. Ja, unter den Schweiß, also eine Stunde, eineinhalb Stunden vom Kampf. Das heißt, wenn man sich aufwärmt, dann kommt der Schweiß durch die Vaseline praktisch durch. Beim Sex fließt zumindest zum Teil viel Schweiß. Warum findet man das beim Sex nicht eklig und ansonsten schon? Es hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass in dem Moment, wo wir sexuell erregt sind, die Ekelschwelle tatsächlich runtergeht, Ekel eben nicht mehr so eine große Rolle spielt. Es kann sogar so sein, dass das, was normalerweise im nicht sexuell erregten Zustand eklig wirkt, dann besonders erregend ist. Dafür bricht er jetzt Schweiß aus ihrem Fell. Ach, du verglichst mich schon mit einem Pferde vor 5 Minuten, wie ich darauf scheiße. Dieweil ich sinne, wie ich fertig werde, nennst du mich Emil, der ich nicht so heiße.